Oh, hey da, was geht ab, Leute? Hier mit einem Video, in dem wir mal wieder einfach so unter zwei Augen oder vier Augen oder eine Million Augen miteinander gehen. Und zwar geht es heute um Maps. Ja, ein Thema, das einfach, ich denke mal, bis zum Ende von Pokémon Go einfach nie aussterben wird. Ich habe natürlich wie immer kein Skript, habe mir nichts vorbereitet. Ich werde einfach drauf losreden. Das ist ein Thema, ja, darüber habe ich oft berichtet. Ich bin eigentlich ein sehr großer Befürworter von Maps, wisst ihr ja. Ja, und oh, was soll ich sagen? Maps, Alter, ich habe, was weiß ich, vor 4 Monaten, um die 4 Monate, da habe ich ein Video zu Maps hochgeladen. Maps sind zurück, weil es gab ja einmal diesen Moment, diesen großen Moment, wo Maps einfach rein theoretisch komplett ausgestorben sind. Es gab da natürlich noch irgendwelche Überbleibsel von Maps und ja, an sich hat sich das jetzt eigentlich wieder zurückentwickelt. Die Maps wurden wieder aufgebaut. Ich krieg nicht täglich, aber schon oft irgendwelche Nachrichten von irgendwelchen Zuschauern mit Infos. Also im Grunde genommen schicken die mir einfach nur ihren Link oder einen Link zu ihrer Map von ihrer Stadt. Und das ist dann die Info, die ich nicht teilen darf. Ist nicht wirklich eine Info für mich, also ist nicht wirklich hilfreich. Also ich habe euch die Info gegeben, dass Maps wieder da sind. Kurzer Einwurf noch hier. Als ich das Video hochgeladen habe, habe ich nicht an dem Tag erfahren, an dem das Video hochkam, dass Maps wieder da sind. Dann kam wieder diese Besserwisser, Möchtegern-Denker, die denken, die wären es halt. Dann haben gesagt, hey Hirn, das sind doch alte Nachrichten, Maps gibt es doch schon lange wieder. Ach, kein Wunder, Mann. Hat auch eine Weile gedauert, bis ich das Video gedreht und hochgeladen habe. Die dachten halt echt, die Info habe ich an dem Tag bekommen, an dem das Video hochgeladen ist. Ja, so eine kleine Nachricht an diese Leute, die das echt dachten. Den wollte ich schon länger mal antworten, aber hat sich nie irgendwie ergeben. Ja, und jetzt hat es eigentlich beinahe jede Stadt. München hat es halt nicht, weil, ja, kein Depp kümmert sich darum. Depp ist das richtige Wort, weil das ist echt eine Deppenaufgabe. Tut mir leid für alle, die das machen. Aber ich habe es bei Philipp gesehen, das ist so eine harte Arbeit und es zahlt sich halt überhaupt nicht aus. Und ich meine jetzt nicht nur vom Geld her, sondern eben auch von der Dankbarkeit der Leute und so. Die wissen sowas echt gar nicht zu schätzen, sind so undankbar, so arrogant. Vor allem München, Mann. München allgemein immer sehr arrogant, aber was ich da so miterlebt habe. Ich meine, rein theoretisch, ganz ehrlich, ja, ich könnte das machen. Ich habe viele Zuschauer, die mir dabei helfen würden, Informationen, diese Geheiminformationen liefern und sich auskennen würden, aber Digga, das sehe ich nicht ein. Ich habe genug Zeugs auf meinem Teller. Das will ich mir nicht auch noch auf meinen Teller schaufeln. Und erst recht nicht für diese Undankbaren hier in München. Kennt ihr, vielleicht blende ich das ein, falls ich die Szene finde, von Herkules? Die Serie, wo dieser eine die Erde auf seinen Schultern lastet und die tragen muss. Und Herkules übernimmt für ein paar Stunden oder so. Also ist es in seine Falle gefallen, wo er dann das übernehmen muss. Aber dann haben sie doch noch am Ende getauscht und der Herkules hat dann nur für eine Weile übernommen. Also ich falle sicher nicht in diese Falle und werde mir diese Last aufbinden. Klar wäre eine Map geil, aber um ehrlich zu sein, ich vermisse sie nicht und ich habe, glaube ich, meine Meinung ziemlich stark geändert, was Maps anbetrifft. Sehr überraschend, weil ich bin so ein großer Vertreter der Map gewesen. An sich eigentlich immer noch. Klar, Raids und so, sehr nützlich, aber man hat sich jetzt abgefunden mit den ganzen Sachen wie Discord und den WhatsApp-Gruppen, dass da Raids gepostet werden. Klar ist eine Map praktischer, aber es reicht auch so. Quest natürlich, wäre praktischer. Wir haben jetzt Book of Quest, wo jeder ganz leicht, checkt es auf jeden Fall ab, ganz leicht eine Quest posten kann und dann kann man da auf die Karte schauen und alle Quests sehen, die an dem Tag gepostet wurden. Ist auch praktisch. Natürlich ist es nicht dasselbe wie ein Bot, der rumläuft und einfach jede Quest postet. Und dann sieht man einfach wirklich beinahe jede Quest auf der Map. Ich muss auch sagen, momentan gibt es auch keine einzige Quest, die mich interessiert, also das Thema ist eigentlich auch eher irrelevant für mich. Bringt mich zum nächsten Thema, diese Irrelevanz. Maps sind, um ehrlich zu sein, echt irrelevant geworden. Was Niantic wahrscheinlich auch vorhat, oder das geplant ist von denen, das irrelevant zu machen. Das haben sie meiner Meinung nach geschafft. Die Frage ist, ob das gut ist, dass sie ihr Produkt so irrelevant gemacht haben, dass Maps irrelevant geworden sind. Das ist so, als würde ein Bäcker sagen, oder eine Bäckerei, die Kuchen so irrelevant machen, dass keiner mehr Kuchen haben will. Das ist ein schlechtes Beispiel, aber so ungefähr. Wir wissen alle, Niantic schmeißt alles hinterher. Das heißt, die ganzen C-Days, Raids und so weiter.
Dadurch haben sie ihre eigenen Produkte, also die Pokémon, inflatiert. Gibt es das Wort? Also die Pokémon sind inflationär geworden. Ich hoffe, das stimmt so. Zum Beispiel damals Dratinis, Dragonans, Gejagt, Relaxo, Lapras, nur für die Bonbons ohne IV. Und natürlich auch Lavita und sowas, sogar Voltilam damals am Anfang. Einfach nur für die Bonbons. Jetzt Gen 4 gibt es natürlich auch seltene Pokémon, die Bonbon-technisch interessant werden, wie Schilderos, Cognodon. Aber selbst wenn wir eine Map hätten, also ich wollte gerade sagen, würde ich nicht auf Tour gehen, nur für Bonbons für, von diesen Pokémon. Aber für ein Video wahrscheinlich schon, aber privat mich interessieren, würden diese Bonbons nicht, weil Niantic jetzt so inflationär geworden ist. Ich weiß genau, es kommen irgendwann irgendwelche C-Days oder Events oder was weiß ich, oder Raids, wo die halt in Massen kommen werden und ich mir davon genug Bonbons sammeln werden kann, dass jetzt eine Tour, falls ich eine Map hätte, vollkommen sinnlos wäre. Das ist der eine Schritt von Niantic und wie gesagt, ich weiß nicht, ob das so gut ist, dass sie ihre Pokémon selber so entwerten, dass man gar nicht mal Lust hat, eine Map zu verwenden, um Bonbons zu sammeln oder sowas. Weil damals, jeder hat die ganzen Lavita gejagt. Alter, ich weiß auch, was für Zeiten das waren. Aber damals war auch Lavita echt eine Menge wert sozusagen. Es war halt richtig selten. Niemand hätte gedacht, dass bei beinahe jedem Gesteinsevent die ganzen Safari-Zonen und C-Days, zwei C-Days, Lavita in Massen rausgehauen wird. Ja, und das hat sich jetzt natürlich geändert. Selbes gilt natürlich für Dratini. Jetzt gibt es sogar auch Dragon-Raids. Dementsprechend ein Dragon-Raid sind einfach 125 Bonbons von Dratini. Oder 123, weil wenn man es entwickelt, kriegt man einen Bonbon zurück. Aber ihr wisst, was ich meine. Und damals musste man so lange farmen für 123 Bonbons. Das ist natürlich eine Menge. Jetzt machst du einfach einen Raid, hast einen Dragon zusammen mit relativ guten IV. Kriegst auch noch die Bonbons fürs Fangen. Anderer Punkt. Maps sind, um ehrlich zu sein, muss ich ehrlich zugeben, ausgeartet. Was ich früher gefeiert habe, hin und wieder ein krasser Spawn, wo man halt unbedingt hin will. Und also erstens, dieses unbedingt hin will, das gibt es halt nicht mehr, weil wie gesagt, Niantic haut alles, schmeißt einem alles hinterher. Aber einfach diese Jagd, das Rennen gegen die Zeit, man ist halt irgendwo mitten im Alltag und da muss man alles hinschmeißen und dann dahin laufen. Also muss nicht, aber man kann oder konnte oder wollte. Das war das Geile. Das war richtig, richtig geil. Und ich habe schon oft gesagt, es ging gar nicht darum, dass es ein 100er ist. Also nicht um das Endprodukt, sondern einfach nur um den Weg dahin, das Abenteuer dahin. Das Endprodukt, ja, das waren halt die 100er. Und ja, jeder, der keine Map hatte, hatte halt diese 100er nicht. Aber in den meisten Fällen waren es eh irgendwelche random 100er, die eh keinen jucken. Das sind halt jetzt die meisten, wo ich meinen Staub verschwende für die meisten. Also juckt eigentlich eh kaum einen. Ja, und jetzt ohne Map pushe ich halt irgendwelche 96er und 98er. Im Grunde genommen ist es halt kein großer Unterschied, deswegen sage ich ja, das Endprodukt der 100er war jetzt nicht so wichtig, sondern nur die Jagd, das war das Geile. Auf jeden Fall wollte ich darauf hinaus, dass, das war das Geile, aber dann kamen die Purge Nights. Man streitet sich, wer dieses Wort erfunden hat, aber es gibt keinen Zweifel, dass ich dieses Wort verbreitet habe. Ich kann es mir bis heute nicht vorstellen, dass dieses Wort Purge Night sich so hart verbreitet hat, das benutzt echt jeder eigentlich. Es benutzen wahrscheinlich Leute, die mich nicht mal kennen, das Wort Purge Night. Die ersten paar Purge Nights, die waren richtig krass, aber irgendwann wurde das halt echt zu viel. Es war halt kein Abenteuer mehr. Die Leute, die sagen, hey, Maps verwenden das Kinderspiel, du setzt dich in dein Auto und hast dann einfach alle 100er. Normalerweise mit der Map und so wie ich das gefangen habe, nein, nicht. Das war echt ein Kampf gegen die Zeit. Das war Adrenalin, das war echt Action. Purge Night aber schon. Da hatten sie echt recht. Du setzt dich in dein Auto an einem Wochenende, Freitagabend und bam, scannst einfach alles durch, holst dir einfach jeden 100er, der gekommen ist. Und irgendwann hatte das halt seine Spannung, dieses gewisse Etwas für mich verloren. Am Ende von Gen 3 war das, glaube ich. Ich habe die Pokémon nicht mehr gejagt. Für mich war die Map nicht mehr interessant. Ich habe nicht mehr jedem 100er, auch 100er, die mir noch gefehlt haben, habe ich nicht gejagt. Ich habe zum Beispiel keinen 100er Wingull. Was weiß ich, keine Ahnung, auf jeden Fall noch ein paar andere von Gen 3, weil mitten in Gen 3 habe ich aufgehört, die 100er zu jagen und dann sind die Maps eh gestorben, für eine Weile. Weil es war nicht mal dieses Abenteuer. Es war echt reinsetzen in dein Auto und du hast echt jeden 100er bekommen. Und wie gesagt, es ging mir nicht um die 100er an sich, sondern um die Action und der Weg dahin. Dementsprechend, wie gesagt, vermisse ich die Maps nicht, weil wenn sie wiederkommen würden, dann wüsste ich, um ehrlich zu sein, nicht, ob ich sie in dem Ausmaß wieder nutzen würde. Ich wüsste nicht, ob ich jetzt in dieser Situation, wo ich mich gerade befinde,
jedem 100er hinterherlaufen würde wie damals. Der 100er Run ist für mich auf jeden Fall gestorben. Wie gesagt, ich pushe auf 96er und 98er. Der Unterschied an sich ist gar nicht da, wisst ihr ja. Vor allem, wenn beide Attack 15 haben. Es war halt nur was zum Tun und zum Sammeln. Aber jetzt ist es echt zu einem Moment gekommen, wo ich mir denke, ist der Aufwand es wert? Ist der Aufwand jedes Mal, falls eine Map stirbt, wieder hochzubekommen und... Ja, ich weiß nicht. Ist es das wert? Meiner Meinung nach nicht mehr. Ich spiele mein Spiel so momentan, was krass ist. Ohne Map natürlich. Ich könnte mir jederzeit eine Map bauen. Oder bauen lassen. Wahrscheinlich eher, weil ich keine Ahnung habe. Und die verwenden, aber... Ich sehe es irgendwie nicht mehr ein. Natürlich, die Motivation ist ganz, ganz anders als früher. Damals gab es halt auch nicht so viel zu tun und... Natürlich hat es Spaß gemacht. Ich vermisse die Zeiten auf jeden Fall. Waren echt die besten Zeiten. Aber... Ja, irgendwann... Es ist halt Aufwand, Kosten... Und was man rausbekommt und... Jetzt ist es halt echt nicht mehr so, dass es sich lohnt, meiner Meinung nach. Ihr könnt natürlich immer weiterhin gerne eure Maps verwenden, aber der Aufwand, eine Map zu bauen und zu betreiben und da immer wieder was Neues zu finden, nur um hier und da mal einen 100er zu bekommen, wo der Unterschied zu einem 98er oder 96er beinahe nicht da ist, ist es mir um ehrlich zu sein nicht mehr so wirklich wert. Jeder kennt die legendäre Geschichte. Ich sitze hier im Stream, es kommt ein Level 35, Drassler 100%, männlich glaube ich war das. Kollege ruft an, Felix, Shoutout geht raus, großer Scanner. Ja, und wir sind dahin gefahren, mitten in der Nacht. Und um ehrlich zu sein, falls jetzt, dasselbe passieren würde, natürlich nicht mehr mit Drassler, sondern Cognodon, sagen wir mal. Würde ich dahin fahren? Um ehrlich zu sein, nein, würde mich gut. Nicht mehr jucken. Würde mich einfach nicht mehr jucken. Weil mir ist eigentlich echt egal geworden, ob ich einen 100er habe oder nicht. Also ich habe nicht mal die Entwicklung, ich habe nicht mal Bonbons, um irgendwas davon zu entwickeln. Weil irgendwann wird ein Event kommen, werde genug Bonbons sammeln, werde ein bisschen rumtauschen, habe vielleicht einen 96er Lucky dann, oder mit Glück einen 98er, mit sehr, sehr viel Glück einen 100er. Aber wenn der 100er nicht kommt, ist mir eigentlich auch egal. Ich will einen 96er. Ich will mein Lucky und ja, und irgendeinen werde ich davon dann schon pushen. Wird sich schon irgendwas ergeben. Selbes gilt jetzt zum Beispiel für Kingdom C-Day. Ich habe die Möglichkeit natürlich, in einen Ort zu fahren, der eine Map hat. Würde wahrscheinlich einen 100er dort fangen. Aber ich sehe es nicht ein. Die Fahrt rentiert sich nicht für mich, Mann. Ich sehe es nicht ein, so weit zu fahren. Oder ich habe keinen Bock, so weit zu fahren. Für einen 100er Kingdom. Ich habe einen 98er. Den werde ich dann entwickeln beim C-Day. Und maxen wahrscheinlich. Und ja, ich bin zufrieden damit. Komisch, oder? Wie sich die Prioritäten, wie sich die Ansichtsweise ändert. Wie gesagt, Niantic hat einen großen Teil dazu beigetragen, dass sich meine Sicht darauf ändert. Und wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, weil sie haben ihr Produkt entwertet, sodass ich absolut kein Interesse mehr habe an 100ern oder irgendwelchen seltenen Pokémon, weil an sich sind die nicht selten. Ich weiß genau, Niantic wird da irgendwas raushauen. Sprich, sie haben ihr eigenes Produkt entwertet und mein Interesse daran eigentlich gesunken. Was gut ist, weil jetzt habe ich null Interesse an Maps, aber was schlecht ist, weil ich habe null Interesse an Pokémon eigentlich. Also rein theoretisch, wisst ihr was ich meine? Ich habe nicht mehr dieses Feuer dahinter. Niantic hat das Feuer gelöscht. Schwieriges Thema. Ich hoffe, ihr konntet mir folgen, ihr konntet mir verstehen. Nochmal kurz zusammengefasst. Maps sind da, ja. Viele Städte haben Maps. Ich sehe es nicht ein, für München eine Map zu erstellen. Jeder, der eine Map benutzt, kann gerne weiterhin Maps benutzen. Der Zeit- und Kostenfaktor und mein Interesse persönlich ist nicht mehr... ist einfach nicht mehr da, um da irgendwas mit Maps zu machen oder Maps zu verfolgen und da die 100er zu jagen. Mir ist es eigentlich vollkommen egal jetzt geworden, ob 100er, 96er, 98er, 93er, Lucky, den würde ich auch noch nehmen. Niantics Strategie ist halt, es wird eh alles rausgehauen, also wieso sollte ich jetzt eine Map verwenden, wenn in 2, 3 Monaten, 4, 5, 6 Monaten das Teil eh in Massen ausgeschüttet wird. Ja, das war's so von mir, Leute. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Video geht. Aber ja, das war so meine Meinung, weil ich oft danach gefragt werde bezüglich Maps. Es ist echt krass. Hätte niemals gedacht, dass sich meine Meinung, meine Perspektive, meine Ansichtsweise so stark ändert. Aber muss ehrlich sagen, Maps sind mir egal geworden. Krasse Sache. Vor allem, ich war der größte Map-Vertreter.
Nicht schlecht, Niantic. Respekt. Ich habe mir den Spaß an Maps genommen. Ja, auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Eure Meinung zu Maps unten in die Kommentare. Eure Meinung zu meiner Meinung unten in die Kommentare. Ich hoffe, wie gesagt, ich konnte mich einigermaßen deutlich ausdrücken. Alles hier freihand, ohne Skript. Einfach aus meinem Herzen geredet über ein Thema, das mir so auf dem Herzen liegt. Worüber ich mir halt ein paar Gedanken gemacht habe. Ihr wisst Bescheid, checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.